weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. An dem Gebäude steht ein Fenster auf. So ein offenes Fenster ist ja nicht immer ein schlechtes Zeichen, aber... Ich bin ganz ehrlich, das reicht mir, was ich jetzt gesehen habe. Vor allen Dingen muss ich jetzt ganz viele, ganz lange, gerade Straßen zurücklaufen. Ich würde sogar sagen, an der Stelle hier sind relativ frische Reifenspuren. Wenn irgendwas Weltbewegendes passiert, hole ich euch nochmal rein und ansonsten sehen wir uns morgen früh. Wir haben jetzt 5.45 Uhr. Oh, ich habe die Nacht kaum geschlafen. Irgendwie, es war immer irgendwas um das Haus hier drumherum, irgendwelche Geräusche. Und ich glaube tatsächlich auch einmal relativ lautes Gepolter unten an meiner Küchentür gehört zu haben. Als wenn da wirklich noch jemand versucht hätte reinzukommen. Ich habe auch das Gefühl, dass hier in regelmäßigen Abständen Autos auf der Straße vor der Kaserne auf und ab gefahren sind. Das ist aber eigentlich eine Sackgasse. Also ich weiß nicht, wer hier Grund hätte, permanent hoch und runter zu fahren. Boah, was eine Nacht. Schaut mal, wie hier so langsam die Sonne aufgeht. Und hier hinter dieser Häuserreihe, da ist ja eine kleine Straße. Und da hatte ich das Gefühl, dass da gestern Abend noch oder die Nacht mehrmals ein Auto vorbeigefahren ist und sogar angehalten hat. Ohne Kaffee geht echt nichts. Außerdem ist noch relativ frisch jetzt heute Morgen. Gestern hatten wir noch so um die 26, 27 Grad und jetzt würde ich sagen, hat sich das auf 12, 14 Grad, ich denke mal, runtergekühlt.
wenn man schon ein Bad zur Verfügung hat, dann nutzt man das auch, oder? Ja, und das Einzige, wo ich jetzt hier heute Morgen darauf verzichte, ist das Rasieren, aber auch ganz einfach aus Wasserknappheit, weil ich nicht weiß, wie lange ich hier heute noch unterwegs bin und ich ja nicht das Wasser hier den Abfluss runterspülen möchte. Ich habe mich hier jetzt ein bisschen frisch gemacht und mit einmal Babywaschlappen gewaschen und ja, habe noch Handdesinfektionsmittel mit dabei und ich denke, jetzt kann es einigermaßen frisch in den Tag gehen. Ja, ich habe jetzt noch mal eine gute halbe Stunde gebraucht, um alles wieder zurückzubauen und in meinen Rucksack zu verpacken, weil wir wollen ja auch alles so verlassen, wie wir es vorgefunden haben. Draußen ist mittlerweile schon die Sonne aufgegangen. Es wird auch wieder wärmer. Heute Morgen war es ja noch relativ frisch gewesen. Ja, dann kann es weitergehen. Seht ihr das, was ich gestern meinte, dass hier das THW irgendwelche Übungen gemacht hat, weil die haben das hier mit Flatterband abgesperrt. Ja Leute, jetzt haben wir eigentlich den Teil, den wir in unserem ersten Besuch hier gesehen haben, auch nochmal abgeklappert. Und ich muss sagen, dass ich vermute, dass tatsächlich auch heute noch da ein Sicherheitsdienst in diesem einen Gebäude sitzt, was ich euch gestern gezeigt habe. Ja, und jetzt gehen wir mal etwas, war auch die Sonne, guckt mal. Und jetzt schlagen wir uns mal etwas weiter durch in den, ja, wo ich vermute, dass das der aktive Teil ist. Und ich bin mal gespannt, wie es da jetzt heute aussieht, beziehungsweise was da überhaupt gemacht wird. Also, ich denke, da wird es jetzt richtig spannend. Ich hoffe zumindest. Nicht, dass es gleich schon vorbei ist, das Video. Lustig ist ja, dass ich jetzt kaum 5 Minuten unterwegs bin und höre schon wieder überall Geräusche, genauso wie gestern. Man müsste ja meinen, ich bin hier alleine, aber es quietscht und knatscht hier aus allen Ecken. Ich hoffe auch mal, dass es so eine gute Idee ist, jetzt in den Bereich zu gehen, der wieder aktiviert wurde. So, wir stehen jetzt hier auf der kleinen Kreuzung, wo wir gestern auch gewesen sind. Von da sind wir gekommen. Und das hier ist jetzt die Straße, wo ich gestern Abend mehrmals das Gefühl hatte, hier wäre ein Auto durchgefahren. Beziehungsweise das hätte hier sogar gehalten und ich habe sogar Türen schlagen hören. Dieser T-Kreuzung sind wir gestern auch schon einmal gewesen, nur sind wir dann nach links abgebogen. Ja, und ich würde jetzt wirklich mal versuchen, mit euch ein Stück rechts rumzulaufen. Nur kenne ich mich da wirklich überhaupt nicht aus. Puh, na dann,
Schauen wir mal. Also theoretisch müsste ich mit euch jetzt noch weiter hier in diesem Block, der hier hinter liegt. Das ist jetzt nicht der leiseste Weg hier, aber zumindest sieht man mich nicht. Ja, das hier ist der Sportplatz. Den haben wir uns gestern von der anderen Seite aus angeschaut und das ist hier, wo ich meinte, dass die Wiese hier ganz frisch gemäht ist. Beziehungsweise das heißt frisch, die ist natürlich relativ vertrocknet, aber wenn ihr das mal schaut, hier die Vegetation und da ist das Gras nicht mehr besonders hoch. Ja, das, was mich jetzt ein bisschen beunruhigt ist, wenn ich jetzt die Straße hier mit euch weiterlaufe, dann stehen wir genau an dem Punkt, wo gestern die Baracke war, wo das Fenster offen gewesen ist, wo wir abgebrochen haben. Und so wie es aussieht, müssen wir genau daran vorbei. Ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt gerade freue, dass da vorne eine Tür aufsteht. Aber da hätte ich jetzt sogar noch gesagt, da gehen wir mal gucken eben. Aber ich habe ein bisschen mieses Gefühl. Das hier echt schon aussieht, als wenn das so Flüchtlingsunterkünfte gewesen wären. Also zumindest jetzt in der letzten Nutzung. Sind Gitter vor den Fenstern, aber von innen. Okay, das sieht ziemlich fertig aus hier drin. Also, ich korrigiere. Ich glaube nicht, dass hier Flüchtlinge drin gewohnt haben. Das sieht aus, als wenn das schon ein bisschen länger leer steht, aber ich kann jetzt gerade schlecht einschätzen, was das hier war. Da die Fenster nach vorne raus vergittert. Zur Seite nicht. Das ist eine kleine Küche. Aber was könnte das gewesen sein? Boah, was kommt hier der Boden hoch? Oh, das Laminat. Heftig. Das sieht schon ein bisschen spooky aus, wie langgezogen das Gebäude hier ist. Boah, Gnarz. Da war so ein ganz klein bisschen jetzt gerade das Gefühl, man ist in einem Akte X-Film.
gerade sagen, und hier wurden irgendwelche Tests oder Forschungen gemacht, aber das sieht dann doch recht schön aus hier. Leute, das ist ein Friseur hier gewesen. Hier war ein Waschbecken. Ich denke, da konnte man sich so hinten rüberlehnen. Da wurden die Haare nass gemacht. Ja, und hier wurde geschnitten. Sauna? Solarium? Bin ich jetzt im falschen Film? Please clean the sun. Das ist... Hier stand eine Sonnenbank drin. Leute, wir stehen in einem Wellness-Center gerade. Ja, jetzt ergibt das auch einen Sinn, dass da die Palmen an der Wand sind. Das hier wird der Ruheraum gewesen sein. Wenn du dann aus der Sauna, oder? Ja, Relaxing Room. Na genau. Ihr konntet euch abduschen. Ich habe gerade gedacht, da hängt ein Bewegungsmelder, aber das ist ein Rauchmelder. Ich weiß nur nicht, was hier links und rechts von der Tür hängt, aber hier wird dann nirgendwo mit Strom drauf sein, denke ich. Aber ist eh abgeschlossen. Schade. Ja, komisch finde ich ja dieses wuchtige Tor hier. Aber das heißt dann auch, dass man hier mit irgendeinem Fahrzeug hinter das Haus fahren konnte. Ich frage mich nur, woher? Wie wollte denn hier durchgefahren sein? Großflächig eingemauert, der Bau hier. Das scheint hier der Haupteingang zu sein. Der ehemalige, boah, ist der zugewuchert. Guckt euch das mal an. Ist ja der Wahnsinn. Oh, voll schön. Okay, die Dose da oben kann ich nicht ganz deuten. Vor allem, weil das Kabel so provisorisch. Ach nee, da ist der Kabelkanal einfach nur aufgegangen. Aber guckt euch mal an, wie schön das hier verarbeitet ist. Mit den Rundungen, so trichterförmig. Ach, richtig schön. Aber wenn das wirklich hier das Bar, der Wellnessbereich für die Soldaten ist, dann klar, soll es auch ein bisschen schicker sein, denke ich. Ja, da habt ihr euren PIN eingegeben und dann ist wahrscheinlich die Tür hier aufgegangen. Ach, schön.
Ist ja riesig. Genial. Ein Blick in den Keller.